Stadion, Alter. Wolfram Reuer, Leiter der Feuerwehr Bornheim. Wir sind in Bornheim in der Europaschule, wurden heute Morgen zu einem B3 BMA alarmiert. Auf der Anfahrt bekam ich von der Leitstelle Information, dass wohl laut Angaben eine Sauerstoffflasche undicht ist oder irgendwie abströmt. Bei Eintreffen wurde das dann durch Hausmeister und Lehrer korrigiert in Wasserstoff. Es handelt sich um eine 10 Liter Wasserstoffflasche, die unkontrolliert in einem Chemieraum ausströmte. Wir haben dann auf ABC3 Schadstoffaustritt erhöht und haben dann mit unseren Kräften sind wir vorgegangen mit einem C-Schlauch, mit PA, haben erkundet in diesem Bereich und haben Lüftungsmaßnahmen und Exmessungen durchgeführt, haben die Flasche dann nach draußen verbracht und den Rest vom Wasserstoff auf dem Schulhof abströmen lassen in Sicherheit. Haben das Gebäude gelüftet weiter, jetzt nochmal ein paar Messungen durchgeführt, es besteht jetzt keine Gefahr, das Gebäude kann jetzt wieder betreten werden. Das heißt, es war vorher evakuiert? Das war bei Eintreffen aufgrund der ausgelösten Brandmeldeanlage personenfrei sozusagen. Das heißt, mit welchen Einheiten, wie vielen Kräften waren Sie hier circa vor Ort? Wir waren mit circa 40 Kräften vor Ort, die Bornheim, Rohsdorf, Brenig in den ersten Abmarsch und dann Waldorf aufgrund der ABC-Alarmierung sind die noch nach Gundersdorf.